Lass uns jetzt einen Artikel aus Fundamental Immunology betrachten, die fünfte Auflage einer Enzyklopädie, wie sich diese Dinge entwickelten. Und ich fand das sehr interessant. Lesen wir also, was sie schreiben. Die früheste Pockenimpfung, die wir kennen, fand in China statt. Wahrscheinlich schon im 5. Jahrhundert. Der englische Händler John Lister berichtete 1700 der Royal Society, die sich in London befindet, von der chinesischen Methode. Ein Priester der Jesuiten, Vater D. Entrick Collis, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, lieferte mehr Details über die Methode. Er sagte, dabei würden Krusten der Eiterbläschen gesammelt, ein Pulver daraus hergestellt und dieses in die Nase eines Kindes geblasen. Also, wieder waren die Jesuiten von Anfang an dabei. Die Krusten oder ein Faden, der in das Wundsekret getaucht worden war, konnten gelagert werden, aber normalerweise wurden die Operationen direkt an Ort und Stelle mit einem Kranken vorgenommen. Die Anwendung der gleichen Methode begann im Japan 1747. Im vorkolonialen Indien wurde auf ein Kind von traditionellen Tikadas ein Tika oder Punkt gemacht, normalerweise auf der Fußsohle. Dazu lud man sie nach Hause ein. Diese Berufssparte wurde später in der Kolonialzeit von Ärzten auf die schwarze Liste gesetzt. Dr. Emmanuel Timoni berichtete der Royal Society 1714 von der türkischen Methode, die in Konstantinopel üblich war. Dazu wurde die Haut leicht versetzt und etwas Wundsekret von einem milden Pfeil mit einer Nadel eingeführt. So wurde das gemacht. Ja. Das bringt uns zu Dr. Edward Jenner, von dem viele behaupteten, dass er der Gesellschaft Jesu angehörte. Wieder ein Jesuit. Zumindest behaupten das viele. Er prägte den Begriff Vaccinia, was Kuh bedeutet. Der Gebrauch von Vaccinia stammt aus der gleichen medizinischen Quelle. Der Gebrauch von Vaccinia wurde im ausgehenden 18. Jahrhundert verschiedene Male vorgeschlagen. Der Landarzt und Impfarzt Edward Jenner probierte es 1798 aus. Er hatte gehört, dass Melkerinnen, die Kuhpocken durchgemacht hatten, niemals an Pocken erkrankten. So kam er auf die Idee, dass er vielleicht diese Krankheit verbreiten könne, wie er es sonst auch mit seiner Inokulation machte. Es ist nicht eindeutig klar, ob das verwendete Material immer Vaccinia war. Das ist Kuhlymphe. Die Impfstoffherstellung war nicht geregelt. Die Operation war schmerzhaft und schlug manchmal nicht an. Trotzdem machten öffentliche Gesundheitsbehörden sie zur Pflicht, beispielsweise in Preußen und später mit der britischen Impfverordnung von 1853. Der Zwang führte zu starken weltweiten Impfgegnernbewegungen mit starken politischen und antikolonialen Untertönen. Wir haben eine ziemlich ähnliche Situation. Diese ganze Idee, dass Krankheiten von Tieren auf Menschen übertragen werden, war die Grundlage für diese Annahme. Und es wird viel darüber gestritten, ob das wirklich so ist. Denn diese Viren wurden ja nie isoliert, nicht wahr? Die Debatte darüber, was bei Menschen nun genau Erkrankungen verursacht und wie diese verursacht werden, ist noch nicht abgeschlossen. Wenn wir uns ansehen, was seitdem passiert ist, und wenn wir uns die ganze Impfthematik ansehen, gibt es dazu ein sehr interessantes Schaubild. Es zeigt das Auftreten von Polio und die Produktion von Pestiziden und ihre Korrelation zueinander, vor allem DDT. Der rote Graph ist die Häufigkeit von Polio während der Jahre ab 1940, hier unter der Achse. Hier sieht man das Auftreten von Polio und einen massiven Anstieg in den 1950ern, 1951 und 1952 bis 1957. Wir wissen natürlich, dass die Polioimpfung eine sehr wichtige Sache war, um diese Krankheit in den Griff zu bekommen. Aber wie man unschwer sieht, gibt es eine starke Korrelation mit dem Einbringen von DDT in die Umwelt. Und die Frage lautet, was war die Ursache für diese Zerstörung in der Nervenentwicklung, was Polio ist? Das Bild zeigt uns, dass die Ursache dafür vielleicht etwas ganz anderes war.
Ja. Die ganze Geschichte des Polio-Impfstoffes ist natürlich noch etwas ganz anderes. Viele, die geimpft wurden, bekamen tatsächlich Polio. Es bekam dann einen anderen Namen, war aber genau das Gleiche. Das ist einfach eine ganz interessante historische Sache. Sehen wir uns noch ein paar andere Fakten an. Beispielsweise Tuberkulose in den Vereinigten Staaten im letzten Jahrhundert bis in die 1960er. Damals wurde in den USA überhaupt nicht gegen Tuberkulose geimpft. Schau dir nur diesen massiven Rückgang ab 1900 an, bis in die 60er hinein. Dieser Rückgang könnte viele Ursachen haben. Eine bessere Versorgung mit Nährstoffen und so weiter. Mehr Wissen darüber, was man brauchte, Vitamine und so weiter, Hygiene und so weiter. Ganz ohne irgendwelche Impfungen gab es diesen dramatischen Rückgang bei Tuberkulose. Damit haben Impfstoffe überhaupt nichts zu tun. Wenn wir uns Scharlach ansehen, finden wir genau das Gleiche. Es wurde in den Vereinigten Staaten keine Impfung gegen Scharlach verabreicht. Und wir sehen von 1910 bis 1958 einen massiven Rückgang bei dieser Krankheit. Verschwand der Erreger einfach oder gab es einen anderen Faktor? Von 1910 bis 1958 Die Debatte darüber, was genau Krankheiten auslöst und wie die Krankheiten hervorgerufen werden, ist noch nicht vorbei. Genau genommen hat sie nichts von ihrer Lebhaftigkeit eingebüßt. Sehen wir uns einmal Influenza an. Die jährliche Sterberate an Grippe pro 100.000 von 1933 bis 1965. Schau dir einmal die Häufigkeit der Todesfälle an. Influenza war ein natürliches Ereignis, das eben vorankam und Menschen starben daran. Aber es ging dramatisch pro Kopf zurück, auf 100.000 betrachtet, in 1933. Alles im gleichen Zeitraum. Und die Impfkampagne setzte es hier ein, als die Sterberate bei fast null war. Warum sollte man jetzt impfen oder Impfstoffe gegen etwas entwickeln, was schon nicht mehr tödlich war? Denn vielleicht braucht der Körper einfach irgendeinen Nährstoff, um sich gegen eine bestimmte Situation zu wehren. Aber was sehr interessant ist, ist die Sterberate bei unter 5-Jährigen an Influenza vor und nach der US-Impfpflicht für Impfungen in der frühen Kindheit. Das ist interessant. Das ist aus einer Veröffentlichung einer von unabhängigen Experten überprüften Fachzeitschrift. Das ist interessant. So, this is all from published peer-reviewed journals. Von 1999 bis 2003 sehen wir die Sterberate bei Kindern unter 5 an Influenza. Hier in diesem Zeitraum gab es keine Impfung. Und da wurde es 2002 zur Pflicht. Und nachdem es verpflichtend wurde, gab es einen massiven Anstieg bei den Todesfällen. Half der Impfstoff in der Situation wirklich oder verschlimmerte er sie? Es wurde schlimmer. Ja, er machte es schlimmer. Das sind doch diese interessanten Statistiken, wobei wir uns jetzt damit beschäftigen, was uns natürlich Immunität verleiht und die Fähigkeit, mit Krankheiten fertig zu werden. Und mit medizinischen Eingriffen wie Impfungen. Wie steht die katholische Kirche zu diesem Thema? Dafür. Sie steht hinter Impfungen. Und ihr Gott ist ein Gott der Festungen, der zwingt. Mögen sie es also, Leute zu zwingen, all das zu machen, was sie ihnen sagen? Definitiv. Hat das antichristliche System einen rechten Arm, der mit der Botschaft verbunden ist? Ja. Ah. Ja, definitiv. Ja, denn schließlich ist der Teufel ein Nachmacher. Ganz er möchte genau alles machen, was Gott macht, nur dass er es umdreht. Ja, er möchte die Macht, aber nicht den Charakter Gottes. Richtig. Also ist seine Botschaft, tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Und dann lass mich dir einmal eine Injektion geben. Richtig? Ja. Okay. Die katholische Kirche und Impfungen. Hier ist ein interessanter Artikel von Vaxopedia. Darin steht, die Geschichte der katholischen Kirche und Impfungen. Papst Franziskus ist nicht der erste Papst, der Impfungen unterstützt.
Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts sagte Papst Pius VII., dass die Pockenimpfung eine kostbare Entdeckung war, die für die Menschen ein weiterer Grund zur Dankbarkeit gegenüber der Allmacht sein müsse. Martin, ich höre so viele Stimmen, die heute sagen, dass die Impfungen, die gegenwärtig entwickelt wurden, ein Geschenk Gottes sind. Richtig. Warum bringen sie dann so viele Menschen um und verursachen so viele Behinderungen? Ja, und arbeitet Gott denn mit Zwang? Warum sollte Gott dir etwas aufzwingen, was er entwickelt hat? Das ist die andere Frage, ganz genau. Aber gab es nicht auch einen Papst, der gegen Impfungen war? Einige behaupteten, dass Papst Leo XII. Gesagt hatte, jeder, der sich impfen lässt, hört auf, ein Kind Gottes zu sein. Pocken sind ein Gottesurteil. Die Impfung fordert den Himmel heraus. Er hat es jedoch nicht gesagt. Das Edikt gegen Impfungen des Papstes ist erfunden. Jeder einzelne Papst war für Impfungen. Es gab keinen Papst, der gegen Impfungen war. Die Billigung von Impfungen von Seiten der katholischen Kirche begann schon lange vor der Pockenimpfung. Schon früh in den 1720ern impften Jesuiten Indianer im Amazonasgebiet gegen Pocken. Und viele von ihnen starben. Richtig? Das ist schon sehr interessant, Martin, dass die Jesuiten von Anfang an dabei waren. Andere bemerkenswerte Ereignisse zur Geschichte der katholischen Kirche und Impfungen sind dabei. 1757, Papst Benedikt XIV. Wurde gegen Pocken geimpft. 1780, Einführung öffentlichen Impfungen durch den Erzbischof von Bamberg und so weiter. Wir müssen uns das nicht alles im Detail ansehen, aber Immunologie und Impfungen waren etwas, was unter den Edikten des Papsttums durch Zwang eingeführt wurde. Lass uns geschichtlich etwas zurückgehen, bis zum Ursprung der Ärzteschaft. Heute führen die meisten Schulmediziner und ihre Vereinigungen ihren Ursprung auf Asklepios, einen antiken, falschen Christus, zurück. Er war der Sohn eines zum Gott erhobenen Sonnengottes und einer sterblichen Frau. So wurde er sowohl als Mensch wie auch als Gott angesehen. Ist das nicht interessant? Ja, wieder einmal die Verdrehung. Wieder die Fälschung. Er soll die Kranken geheilt, die Toten auferweckt haben und wurde umgebracht, weil er ein mitleidsvoller Heiler war. Danach wurde er als Gott wieder zum Leben erweckt. Sein Stab mit der Schlange ist eine Imitation der ehernen Schlange aus 4. Mose 21, Vers 9, die ein prophetisches Symbol für Christus ist, der die Sünden der Welt trägt, sowie für seine uneingeschränkte Macht zu heilen. Hier hat man so ein falsches System, das in der heidnischen Welt etabliert wurde. Und dieses Symbol wird von Rom vereinnahmt. Es gibt zwei Symbole mit Schlangen. Das eine ist der Stab von Asklepios. Er zeigt einen Stab mit einer Schlange. Das wird von der Ärzteschaft als ihr Symbol benutzt. Und dann hat man den Hermesstab des Gottes Hermes. Das ist ein Stab mit Flügeln und zwei Schlangen. Obwohl das nicht direkt für die Ärzteschaft steht, wird es von vielen medizinischen Gruppierungen gebraucht, von Medizinern im Militär und auch von vielen Unternehmen im medizinischen Bereich. Es gibt also eine Verbindung, ob es uns gefällt oder nicht. Er ist auch der Gott der Lügen. Das ist schon sehr interessant. Die Bibel spricht über Lügen, nicht wahr? Und dass Gott die Lügenzuflucht wegreißen wird. Ja. War der Teufel nicht ein Lügner von Anfang an? Richtig. Ist es nicht interessant, dass dieses Symbol hier, der Hermesstab, auch von der Kirche Satans verwendet wird? Sehen wir uns jetzt einen Artikel der BBC an. Die Symbole auf der Satansstatue entziffern. Wir werden nicht durch den ganzen Artikel gehen, denn wir werden hier nicht über Satanismus sprechen. Da hat man diese Darstellung von Baphomet mit all seinen interessanten Handzeichen. Damit werden wir uns nicht im Detail beschäftigen. Aber ich dachte mir, wir sollten uns einfach ansehen, wer es zeichnete und wer zu den dafür verantwortlichen Leuten gehörte. Der Baphomet von Levi. Das beste Bild von Baphomet wurde 1856 von dem französischen Okkultisten Eliphas Levi in seinem Buch Transzendentale Magie, ihre Lehre und Rituale gezeichnet.
Er stellte sich einen geflügelten Hermaphroditen mit einer Fackel zwischen seinen Hörnern und einem Pentagramm auf seiner Stirn vor. Auf seinen Armen standen die lateinischen Wörter solve, trenne, und coagula, verbinde. Damit erhebte er Anspruch auf die Macht Gottes zu binden und zu lösen. Levi's Zeichnung inspirierte das neue Monument des Tempels Satan. Es enthält all diese binären Gegensätze, oben und unten, teils Tier, teils Mensch, männlich und weiblich, sagte Grieves. Es verkörperte Gegensätze und preist Kontraste. Wenn man hierher sieht, findet man das Symbol von Hermes genau da. Wir werden uns das nicht genauer ansehen, was das in diesem Bild genau bedeutet und symbolisieren soll. Doch wer war Eliphas Levi? Er war ein Okkultist, richtig? Wenn wir uns damit etwas näher beschäftigen, heißt es im Buch Vatican Assassin von Eric John Phelps, laut Phelps hatten beide, Levi und Pike, Verbindungen zu den Jesuiten. Der jesuitische Laienbruder Eliphas Levi wurde Priester, wurde aber in Anführungszeichen hinausgeworfen, weil er sein Keuschheitsgelübde nicht halten konnte. Als Jesuit mit kurzem Gewand war Constant alias Levi wertvoller und führte weiterhin ein äußerst produktives, übles Leben für die Gesellschaft Jesu. Nachdem er zum bekanntesten Magier und Okkultisten des Ordens im 19. Jahrhundert wurde, schrieb Constant Levi The History of Magic und war dem Pontifex Maximus der jesuitischen Freimaurerei des schottischen Ritus der Illuminaten Albert Pike in Amerika wohl bekannt. Ja, beide, Constant Levi und Pike, waren Zeitgenossen und beide hatten Verbindungen zum Jesuitenorden. Martin, finden wir die Jesuiten nicht überall? Überall. Und auf welcher Seite der Angelegenheit stehen sie? Auf der Seite der Impfung. Auf der Impfseite. Fest verankert in der Ärzteschaft, nicht wahr? Dich. Cora. Das ist ein sehr interessantes Phänomen im Netz, das so vielem in der Welt Fragen stellt. Es ist keine religiöse Institution, aber sie stellen sehr oft religiöse Fragen. Sie fragen, warum sieht der Paul VI Audienzsaal in Rom, Vatikanstadt, wie eine Schlange aus? Und was sagt das über die Absichten der katholischen Kirche aus? Hier hat man ein Bild von diesem Audienzsaal, der übrigens ein Bunker ist. Ein schwer befestigter Betonbunker. Inmitten von Rom? Im Vatikan? Und er sieht wie eine Schlange aus. Und wo sitzt der Papst, wenn er zu den Menschen spricht? Zwischen den Fangzähnen. Das ist keine geschickte Fotoaufnahme, das sieht wirklich so aus. Das machen sie. Die Frage könnte sehr wohl gestellt werden, was ist die Absicht der katholischen Kirche? Sie sprechen mit dem Maul einer Schlange, zwischen den Fangzähnen der Schlange. Diese Giftzähne injizieren etwas in den Körper, was dein Ableben verursacht. Wenn dieses Gift in deinen Körper kam, war es der Blick des Glaubens auf Jesus Christus, der von den lähmenden Auswirkungen retten konnte. Nicht wahr? Richtig. Aber das ist ihr Modus, operandi. Sie drehen es um. Genau. Hier ist ein Artikel aus dem katholischen Magazin, der Sovereign Cross. Sie schreiben, vor 200 Jahren bot eine päpstliche Impfkampagne Strafen und Belohnungen an. Ist das nicht interessant? Verfasst von Cindy Wooden. Als Päpste noch Könige waren, befahlen sie, all ihre Untertanen in den päpstlichen Staaten sich impfen zu lassen. Dabei gebrauchten sie Strafen und Belohnungen, um die Zögerlichen zu überzeugen und sicherzustellen, dass auch Arme und Gefangene geimpft wurden. Vatican News erzählt, wie Papst Pius VII. Seine ganze irdische Macht für eine Impfkampagne einsetzte, als eine Pockenepidemie Ende des 17. Jahrhunderts und Anfang 18. Jahrhunderts durch Mittelitalien fegte. Martin, wollen wir dem Diktat des Tieres folgen? Nein, definitiv nicht. Wollen wir sagen, dass das Tier jetzt von Gott inspiriert ist, Substanzen zu produzieren, die in die Menschheit injiziert werden sollen? Man bringt sich selbst in Gefahr, wenn man das macht. Der Gesetzestext, der am 20. Juni 1822 vom Papst Pius, Staatssekretär Kardinal Ercole Consalvi verkündet wurde, beschrieb die neue Pockenimpfung als ein Geschenk, das von der göttlichen Vorsehung gegeben wurde.
Hören wir jetzt ähnliche Worte? Genau das Gleiche. Hören wir das nicht sogar aus den Rängen des Protestantismus, des ganzen Protestantismus? Ja, es steht sogar an heiliger Stätte. Wenn man etwas derartiges an heiliger Stätte sehen sieht, sollte man dann anfangen aufzumerken? Ja, denn es heißt, dann wisst ihr, dass die Zeit nahe ist. Ich verstehe. Aber der Text bemerkte, dass nicht jeder die Impfung als Geschenk ansah und er verurteilte Anzeichen, dass ein tief verwurzeltes Vorurteil in einigen Eltern stärker saß als ihre Liebe zu ihren Kindern. Die Gesetzgebung legte genau dar, dass es zum Erhalt von Zuschüssen, Beihilfen oder Prämien notwendig war, das Zertifikat vorzulegen, das zeigte, dass der Antragsteller als Familienvater die Impfung erhalten hatte. Martin, hat sich irgendetwas geändert? Nein. Es ist genau das Gleiche. Die Impfung zu verweigern wurde als verwerfliches Verhalten angesehen. Hat sich irgendetwas verändert? Nichts. Nichts. Der Papst setzt Komitees ein, um die Impfkampagne zu überwachen und verknüpfte die Lizenz der Ärzte an ihre Bereitwilligkeit, Patienten zu impfen. Hat sich irgendetwas verändert? Nein. Jetzt ist vielleicht der einzige Unterschied, dass das Papsttum dabei nicht so prominent ist. Es hat das Bild des Tieres. Der das Erzwingen erledigt. Ja. Du hast völlig recht, aber er redet davon. Ja, und definitiv. Der andere gibt die Lippenbekenntnisse ab und erledigt für ihn das, was dieser vorsagt. 2 Jahre später hob Papst Leo XII., der 1823 auf Papst Pius folgte, die Impfpflicht auf. Durch diese Bemühungen zog er das Lob von einem der berühmtesten Poeten Roms, Giuseppe Giorgino Belli, auf sich, der ein Sonett schrieb, in dem er die Tugenden des neuen Papstes hervorhob, der sein Volk von einer Erfindung der Freimaurerei befreit hatte. Ist das nicht interessant? Ja. Es ist interessant, dass die Jesuiten mitmischten, aber auch die Royal Society war dabei eingebunden. Und die Möglichkeit wiederhergestellt hatte, dass Gott allein darüber entschied, wann für jemand die Zeit gekommen war, zu sterben. Papst Gregory XVI. War 1831 gewählt worden, startete die Impfkampagne aufs Neue und dehnte sie auch auf alle Gefangenen aus. Papst Pius IX., der letzte Papst mit weltlicher Macht, führte die Kampagne fort und bestimmte eine finanzielle Belohnung von 2 Paoli, 20 Cent eines Scudo, für jene, die 8 Tage nach der Impfung wiederkamen, um deren Wirksamkeit prüfen zu lassen, so der Bericht von Vatican News. Sie nutzten Zwänge. Das Gleiche. Genau dasselbe. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. In einer Botschaft an die Amerikaner sagte Papst Franziskus, sich impfen zu lassen ist ein Akt der Liebe. Wir haben die gleichen Töne. Singen die protestantischen Kirchen das gleiche Lied? Ja. Nun, Martin, wenn man das gleiche Lied singt wie das Papsttum, das aus dem Mund der Schlange spricht, zwischen den Fangzähnen heraus, Martin, hat sich irgendetwas geändert? Nein. Nein, sie haben es nur perfektioniert. Ganz genau. Und was es einmal vielleicht lokal in Europa gab, ist jetzt global. Martin, wenn es einmal universal ist, sind wir dann nicht am Ende? Das ist das, was uns die Bibel sagt. Und jeder oder jede Institution, die dem nachfolgt, reiht sich auf die gleiche Weise ein. Martin, der große, finale Konflikt steht uns vor. Ja. Das, was einmal lokal war, ist jetzt weltweit. Es ist ein Aufeinanderprallen der Denkweise des Tieres und der Denkweise Gottes. Die Gottesgebote und die Gebote der Menschen prallen aufeinander. Dieser Konflikt wird seinen Höhepunkt in der Erklärung des Tieres finden, dass Gottes Gesetze und seine Autorität hinfällig sind, indem er sich an der Autorität des 4. Gebots vergreift. Richtig. Und sein rechter Arm ist seine giftige Injektion. Er wird das gebrauchen und sich des Gottes der Festungen und des Zwangs bedienen, um dich kapitulieren zu lassen. Aber wir haben einen Gott im Himmel. Und dieser Gott ist unser Gott. Und er sagt, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Stimmt. Und das ist die Botschaft für eine sterbende Menschheit.